Jeff, irgendwie dumm. Aua. Aua, und greift mich an. Oh mein Gott. Was wollen die Wichser? Wer denn? So eine Schweine mit einer Harpune oder so. Weil du keine Goldsachen an hast. Ich hab Goldsachen an. Ich hab Goldschuhe an. Ich hab deren Gold geklaut vielleicht oder so. Ja, ja. Ich hab vor dem Gold abgebaut. Achso. Und wenn du Kisten aufmachst. Bin auch sauer. Darf ich die angreifen? Oder kommen dann die anderen Schweine auch? Alright, was macht ihr? Was habt ihr vor, irgendwas zu machen jetzt oder so? Hey, stimmt, wer hat die Adblöcke reingemacht? Ich bin am Fahren. Ich sag doch! Ich werde sie wegmachen, dann hab ich sie wieder hingestellt. To get high, danke dir für deine Subs, mein Bruder. Herz. Danke, danke, danke. Ey, ich hab noch ein Skelettpferd gefunden, Basti. Danke dir für deine 5 Gifted. Komisch, weil dann, also, es müssen auf jeden Fall dann welche gestorben sein, wenn da halt immer nur ein steht. Weil, also, irgendjemand muss die mal getriggert haben, die Trap. Ja, aber vielleicht auch zu sehen. Eins war in dieser Cave. Danke dir, Bruder Herz. Also in diesem Spalt hier unten. Alles andere hast du gesehen, wo das war. Cool. Ich suche mal, vielleicht sind hier noch ein paar. Aber warum sind das keine Skelette mehr drauf? Ah, wahrscheinlich gestorben wegen der Helligkeit, oder? Nee, die haben immer einen Helm auf. Oh. Das ist zu ihrer Sicherheit. Stimmt, warum sind die da weg? Ja eben, also irgendjemand muss da mit denen schon ein bisschen was gemacht haben eigentlich. Wo ist da mit dem? Tass. Wie viele Trines hast du gestern bekommen? Ich? Mhm. Nur ein. Okay. Dann auch nicht mehr so lange weitergemacht. Ich hab Elytra an. Ja. Hast du mal Mario Party gespielt in Minecraft auf Zitoxin? Ich sag grad Mario Party. Dicker. Leider nicht. Okay, das ist aber cool. Das müssen wir mal machen. So. Habe ich was vergessen? Oh. Okay, jetzt. Was ist für euch der beste Block in Minecraft? Optisch? Das ist für eine Frage. Mhm. Ja, optisch. Für mich ganz klar, Cobblestone. Ja, also ich mag, Es kommt immer darauf an, in was für einem Building und so weiter verbaut, aber ich finde hellblaue Glazed Terracotta echt schön. Ja, den finde ich auch krass. Ja. W's. Plus 1. Ja. Und ihr? Ich lese mich Basti an. Mit Cobblestone. Ich weiß gerade gar nicht, wie dieses hellblaue... Cobblestone. Ist das nicht das bei deiner Treppe? Light Blue Glazed Terracotta ist sie. Diablock ist mein Lieblingsblock. Boah, wie reich, Digga, WTF. Netherite Block. Wow. Ich würde sagen, Quarz mag ich am meisten. Ja, ich mag auch Quarz. Das merkt man gar nicht. Ja, weil wenn ich überlegen müsste. Mh,
Welcher Block am schönsten aussah? Hört sich doch crafted an. Ne? Boah. Weiß was. Hau raus. Diese Diamond-Blöcke, wenn du die findest. Ja, weil die so schön türkis leuchten. Ja, verstehe ich. Also, aber als Diebstahl oder als Stein-Variante? Das ist schwierig. Als Stein-Variante auf Oldschool. Ja, okay. Aber du hast schon gesehen, dass die Textur anders aussieht als früher, ne? Ja. Ist. Wieder voll. Auch so ein Chipshalter. Wie du, Basti. Chipshalter? Ja, das ist cool, ne? Macht man sich nicht die Finger schmutzig. Ja, weil jetzt spiele ich mit meinem kleinen Finger. Tja, ich, weiß, wie es funktioniert. Zeig mal Omid seine Bude, Chat. Stimmt, wo baut auch Omid? Chat, ich und Abu machen wieder einen Wettessen-Challenge, aber diesmal Hotdogs. Boah. Welche Hotdogs? So Ikea-Hotdogs? Nee, irgendwelche Hotdogs, irgendwelche... Gibt's bei euch auch Ikea? So ganz normal so? Mit Hotdogs und so? Nee, ich fahr mal nach Schweden. Ich dachte immer, sowas gibt's nur in Berlin. Nee, was? Ich weiß, sowas gibt's auch in Amerika und so, das hat mich voll gewundert. Gibt's Ikea in Amerika? Ja. Echt jetzt? Ja, aber da sind die Sachen teurer. Oha! Was ich krass finde, ist, dass es Ikea schon seit den 80ern schon gibt. Ja, aber es war nicht so beliebt früher. Ich glaube, so, was krass ist, so Ikea-Kataloge von aus den 80ern oder so, das sieht richtig geil aus. Wie will, also. Die sind mittlerweile bestimmt voll teuer. Pieces. Ja, nee, for real ist halt übertrieben. Ich mag den Look so richtig auf Vintage, finde ich cool. Basti, wo hast du deine Chain-Rüstung her? Hab die nicht gefunden. Ich hab die getradet bei Villagern. Also ich musste halt mehrere Armor-Villager immer wieder zurücksetzen, weil die halt nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit genau das Teil geben. $15 ein Hotdog in Amerika. Das reicht aber eigentlich mit Lager, wenn ich drei dieser Dinge hab, Chat. Digga, wieso habt ihr überhaupt so ein riesen Lager? Komm mal zu mir. Ah, nee, du bist im Nether. Weil du viele Blöcke brauchst. Ist le. Wenn ihr Hotdog-Bettessen macht, machst du dann so auf Tryhard, dass du so Hotdog in so ein Wasserglas vorher so reinsteckst und dann. Na, Digga. Das ist ekelhaft. Stell mal vor, du würdest das auf Tryhard so richtig machen. Aber bringt das was? Ja, safe. Das flutscht dann. Okay. Also, so machen das. Also, wenn Wettessen. Bei so richtigen Wettbewerben und so, dann machen die das da auch so. Echt jetzt? Ja. Crazy. Was? Kriegsten. Guck mal, Matt Stoney, hat er das mal gemacht? Matt Stoney! Was hat er nicht gegessen? Hotdog. Fucking Superman. Boah, wer... Mit seiner Hand! Guck mal, Chat. Boah. Ich dachte, ich mach den Flug. 62 Hotdogs hat er sich reingepfeffert, Alter. Was macht ihr? Macht ihr das auf Zeitbegrenzung oder einfach so bis... Zeit. Wie viel? Stunde? Nein, es war ein paar Minuten, glaube ich. Wie viele Minuten waren das? Oh mein Gott, Bar, wie sieht das denn aus, wie die sich da reinstopfen? Ja. Ich meine, wie viele Minuten macht ihr, Rohr? Wir machen nicht auf Zeit, wir machen Dings. Einfach bis einer nicht mehr kann. Ja. Was schätzt du, wie viel, also jetzt ernst, wie viel schaffst du? Boah, ich glaube 20. Vielleicht sogar mehr. Wie viel Kalorien hat ein Hotdog? Ich glaube 300, 400. Oh. Kommt auf die Soßen drauf an, ne? Ja, ich glaube das Weißbrot halt knallt rein. Niemals. 20 finde ich auch echt extrem, glaube ich. Lass mal nochmal, Preisgeld gibt es, dass die da so reinhauen. Digga, das war auch crazy.
What's up, everybody? Die Ehre. Burritos, the most. Was ist das für ein fetter Burrito? Und der hat das gegessen unter 2 Minuten. Digga, guck mal! Wie geht das? Es gibt Menschen, die können, wie war das, die Speiseröhre oder so von denen ist so breit, dass die einfach alles schlucken können. Digga, Digga, mir wird übel, nur wenn ich dabei zugucke. Chat. Wie diese Schwertschlucker? Guck mal! Nee. Ja. Ich denke, wie schön das geht, Schwertschlag. 30 Sekunden. Können wir schlafen? Das ist, hä? Kann ich mal schlafen, Digga, gehen, Sebasti? Er beißt rein, macht den nächsten Dings, beißt wieder rein. Das sieht nicht aus, als würde er das runterschlucken, oder? Ja, ja, geisteskrank. Wie so ein Hamster, füllt nur den Bereich im Mund voll. Basti, die wollen nicht schlafen. Ja, ich bin Penn. Danke. Ja, die Besten. 50 Seconds. Das ist so krank, Chat. Guck mal, er beißt da einfach nur rein. 2 Minuten 45. Schon eine Bestrafung ausgemacht? Digga, nee. Chat, was ist eine gute Bestrafung? Fucking Sleeper, man. Die Woche drauf nur noch Hotdogs essen. Boah. Ich hab gestern Hotdogs gegessen. Ich hab mir gestern Hotdog bestellt um 1 Uhr nachts. Digga, ein Hotdog? So random. Und 2 Hotdogs sogar. Cool. Aber so Chili Cheese Hotdog. Das war sogar lecker. Und warm. Echt, war warm? Mit Chili. Ja, weil es noch bestellt war. Man weiß ja nie. Ich dachte, es wird scheiße. Oh, bei dir kommt der kleine Hunger aber auch. Ja, an, Hotdog war. In den Arsch. Ja, auf Flasche setzen. Beine wechseln. Ich bin eine kleine Naschkatze. Augenbrauen abrasieren. Fucking Sleeper, man. Boah, ich glaube, diesen Chip essen, da wäre vorbei. Digga, ich find's so geil, Digga, die werden so sterben. Übermorgen oder so kommt. Nee, aber nachdem man Wettessen gemacht hat, danach diesen Chip zu essen, ist, glaube ich, over. Habt ihr Bestrafung oder was? Chip? Na, ja, wollen wir. Ich überlege gerade, was ich als Bestrafung mache. Ja, Chip wäre nice, Bro. Finde ich. Sei zu schön. Oh, der Chip hat immer richtiges Glow-Up, ne? Der ist so richtig wieder überall. Der ist ja auch bei King Kings verfügbar. Genau, Bruder Herz. Wäre das krass schlimm für dich gewesen, Sidney, den zu essen? Na, ich mag sogar scharf, aber ich hab für Angst davor. So, weil. So mit. Kreislauf-Kollaps und Notaufnahme und sowas sagen die immer. Schönes Sein. So, Eli will auch, dass er die schärfste Soße der Welt hat, ja, irgendwie. So, das ist so richtig Extrakt von der Carolina Reaper oder irgendwie sowas. Die schärfste Chili-Soße und der Chip, Digga. Das hat 9 Millionen Scoville, das schärfste, was es gibt. Er will immer das probieren. Das haben bis jetzt 2 Millionen. Ich finde das krass, dass du das einfach so kaufen kannst. Also, so, dass das möglich ist. Das war so ein Schärfeladen oder so. Das hat auf jeden Fall sein Kumpel probiert, also sind bei Delay Sports, so Jungs. Die mussten ins Krankenhaus und so ein Shit. Und es hatte 9 Millionen Scoville. Und dieser Chip hat 2,2 Millionen. Ja, das ist ein bisschen Overkill, Alter. Hat ja nichts damit zu tun. Nein, dieser Chip 2,2 Millionen? Das tut einfach nur weh. Ja, 2,5 oder sowas. Irgendwas. Hast du gesehen, wie Mark so richtig absurd scharfe Sachen ist? Juckt den einfach nicht. Ist der auch so, also so scharfe Sachen? Und es juckt ihn nicht? Weißt du, der morgens ist der so Brote mit irgendwas drauf belegt und dann auf entspannt nochmal so eine Chilischote, da kommt durch dabei. Er beißt einfach eine Chilischote rein. Ist so sein. Aber das kannst morgen du trainieren, essen, oder? Ich glaub schon. Ah, das ist so krass. Kann es sein, dass irgendwann dann... Kauft euch lieber die mexikanische Cola-Chat.
Also so auch das Ding ist, man kriegt die gar nicht in Deutschland, deswegen ist die auch so teuer, Chat, bevor ihr jetzt reinschreibt, 4 Euro! Ja, Chat, die kriegt man nicht in Deutschland. Das ist übertrieben schwer, die Trans... Also... Schrauben gefühlt. So fühlt sich das an. Die schmecken nur noch scharf meistens, deswegen muss alles scharf sein. Ja, aber das ist auch eigentlich auch, ist auch gefährlich mit, wenn du viel salziges Essen, wenn du dein gesamtes Essen immer salzen musst, extrem salzen ist auch nicht gut, weil deine Geschmacksnerven halt davon richtig kaputt gehen. I see. Ich bin Digga, jemand, der... ich gehe hier gerade durch und sehe selber, was wir für Sachen haben. Digga, ich will das mal probieren, Alter. Alles hier. Gönnt euch King Cans, meine lieben Freunde. Ich gehe mal hier durch, was es hier gibt. Das ist so schlimm. Ich habe früher Gurke mit Salz gegessen. Das ist ich auch. Das ist doch geil. Nice. Voll lecker. Ich dachte, ich werde jetzt dafür beleidigt. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, so viel Salz zu essen, wenn du viel Wasser trinkst halt, ne? Ich glaube, pro Gramm 100 Milliliter oder so? Oder pro Gramm Liter? Ich weiß gar nicht. Ganz, ganz wilde Faustformel war das jetzt. Es gab so eine Faustformel dafür, ich weiß es nicht. Such schnell raus für der dummste Flieg. Was, die stimmen Fragen! Ich und Sidney rufen aber rein. Warte, bei mir war eine Frage. Der Flächeninhalt von einem Kreis oder sowas. Ja, 360 Grad. Ja, und du hast es sogar richtig gehabt. Ja, irgendwas mit Radius mal Pi hoch 2 oder Radio hoch 2 mal Pi. Ach so, die Formel dafür. Ja. So random. Ja, das war aber voll stark. Was ist du, Rohr? Die Formel? Ich weiß auf jeden Fall Pi, aber ich wusste die ganze Formel nicht. Also ich wüsste es nicht mehr. Sag mal die Zahl Pi. 3,412 irgendwas. Da fehlt aber was. Schon mal nicht peinlich. Passt. Ja, aber eine 1 hat noch gefehlt. Die erste 1 hast du vergessen. 3,1. Achso, ja, 3,1. Ja, Basti, genau. wie viel Nachkommastellen kannst du? Ich glaube 150 würde ich hinbekommen. Niemals. Mann, Joke, nein. Alter. Aber wie du das mit Confidence gesagt hast. Ja. Ich hätte ihn so abgekauft. Ich habe mittlerweile diese Rolle, habe ich halt auch voll eingenommen, aber. So einfach so unnötig, das zu wissen, aber einfach so, dass du dich mal hingesetzt hast und es gelernt hast, kommt mir so vor. Ja, ich kann das, ja. Wie viel kannst du denn? 3,141 und dann hört auch schon auf. Ah, ich glaube 6, oder? 3,141592,6 kann ich. Ja, irgendwie so. Von Nacht zum Museum kenn ich das aber nur. Ja, okay. Noch so ein bisschen rechtfertigen, warum man so. Ja, ich weiß aber nur deswegen und so. So ist zwar uncool, dass ich das weiß, aber das weiß ich nur aus dem Film. Ja. Kurz geglaubt, ich auch. Quatsch. Digga, das ist ein Nashorn. Was? Das ist ein Mammut. Hier ist ein Mammut. Das ist ein Hoglin. Ein Mammut. Ich brauche langsam eine Inneneinrichtung. Kein Hoglin. Hier könnte ich eigentlich einen Tisch machen, sorry, oder? Sorry, mein Fehler. Ja, ist ein Mammut. Wieso mich? Da. Oh Mann, ist es weg. Kann ich da hin? Greif mich das an? Ja. Mann. Das wird versuchen, dich umzubringen. Vor allem, wenn du so an dem Rand stehst, wo Lava noch ist, dann haut dich das einfach rein. Ey, pass auf dich auf, Sidney. Ja. Ich hab grad der so viel Spaß schon wieder gefahren. Oh, ich bin bei dieser scheiß Burg wieder. In die Mitte jetzt noch ein. Ah! Oh. Ich will da nicht rein. Da ist kein Quarz. Da geh ich nicht rein, Chat. Ah. Nicht die Burg. Nicht die Burg. Hier habe ich mein ganzes Zeug verloren. Genau hier war das. Gute alte Zeiten. Nico spendet 6,69 Euro. Hast du schon mal die Doku über die Mexiko-Cola geguckt? Nee. Aus Nordrhein-Westfalen. Nee. Hier machen wir einen Teilchen-Chat und da kommt hier ein Pool hin. Sonny, du wolltest mir kein Bild machen. Was für ein Bild? Bei Delay. War es da, ne? Ja. Hey, what? Er war beim Spiel zu gucken. War korrekt? Fandest du's? Ey, war gut. Du warst live dabei? Ja, klar. Wir haben uns getroffen. Ich hab ein Fähnchen gebaut.
Ich hab Trikot, ich hab so ein Plakat gemacht, Sydney, gib mir dein Trikot. Und dann noch mit so einem kleinen Teaser, wer du bist. Hashtag GAG. So. In Klammern, ich bin 1,90 groß und blond. War vielleicht blond? Doch irgendwie aus Skandinavien. In Skandinavien, ja, das stimmt, deswegen komme ich auf blond. Basti Svensson. Ich weiß es, Basti, ich bin dir auf der Spur. Ja, mal gucken. Herr Svensson. Wie viel Uhr ist denn der dümmste Flieg? Das ist denn der hat nichts. Es ist morgen. Naja, weil ich das nicht weiß. Du hast mir ja, auch siebenmal gesagt, dass es heute ist, Rort, wie so ein Dummkopf. Bist du auch morgen dabei? Atmen? Ich sag so, Junge, das ist übermorgen, deswegen kann ich nicht. Achso, was machst du denn übermorgen? Ich bin morgen in Paris. Sorry. Es tut mir leid, Digga. Dass ich nicht. Oh, ich bin der Beste. Ich hab den Geist getötet. Dieser, der so. Das erste Mal aber auch, Digga. Nee, schon der zweite, den ich hier getötet hab. Oh. Stark, sauber. Dabius. Ihr müsst Dabius sagen, weil als ob ihr so einen Chat schreibt. Dabius. W. Dabius. Ja, W. Spam. WWE. WWE. Oh. Heavyweight Champion. Ich wollte einfach früher Wrestler werden. Ich wollte einfach aus Deutschland auswandern. Zu meinem Vater und ich wollte Wrestler werden. Aber wie wäre dein Name gewesen? SDB. Sidney DM Bruce ist mein Name. SDB. Geil. Ich hatte auch einen Finisher. Aber schwer zu erklären. Erklär. Nein, kann man nicht erklären. Doch. Mach mal deinen Stream, Bro. Wärst du mehr ein Techniker gewesen? Wärst du Highflyer? Das ist die Frage. Ich glaube, so eine Mischung. Ich wäre Highflyer, weil sowas war immer mein Lieblingswrestler, aber ich kann es halt nicht so gut. Auf jeden Fall komme ich nicht über Power. Es war so eine Mischung aus. Es war so ähnlich wie FU, also AA, Attitude Adjustment von John Cena, bloß andersrum. Er war mit dem Rücken auf mir und dann, dass er auf den Bauch fällt. Und zwischen meine Beine. So Batista-Bomb-mäßig. Mit so einer kleinen Drehung. Ja. Es ist eine Mischung aus F5 von Brock Lesnar mit Attitude Adjustment von John Cena und halt mein eigenes Ding, ne? Ja, klar. Oh, hier darf ich nicht hin. Bin mir Fan. Mach Fuß genug Zeit. Ja, doch, Wort für dich immer. Ich liege im Bett. Ich liege wie? Ich wollte Gärtner werden, genau, Chat. Ich habe so viel gegen meine Kissen gekämpft. Fucking Sleeper, man. Einfach einen Platzfunden davon getragen. Schickst du mir eine Lücke? Ich habe auch eine Gehirnerschütterung, weil ich DDT abbekommen habe auf. auf bei so einer Schublade den Knopf. DDT. Wer hat denn mit dir ein DDT gemacht? Hä, hey, da damals, wenn wir bei Freunden zu Hause haben, ein bisschen gewrestelt. Aber auf dem Bett oder wo? Ja. Überall, ey, Basti, Matratzen auf den Boden gezogen. Ja, zwei Matratzen auf dem Boden, super. Wie viele Geschwister? Eine Schwester. Oh. Älter oder jünger, weiß man das? Älter. Wie alt? Der ist safe Greta. Weiß man wie alt? Greta, Digga. Greta, Bro, ist Greta Thunberg so die einzige schwedische Person, die du weiblich kennst? Nein, zum Glück nicht. Du hast viele Sophias und sowas. Er ist älter, warte, ist 4 Jahre älter als ich. Oder also Antje. Katrin? Hey, ich sag dir nicht den Namen, bitte. Wenn jemand mit Chat Katrin geschrieben hat, ich dachte, was, wenn man das weiß. Einfach predicted, dass sie Katrin heißt. Oh, ist voll lustig. So musst du zum Tod lachen. Ohne Sinn. Ich soll nicht zurückkommen in Chat. Wie hab ich denn jetzt? Oh, ich hab schon 5 Stacks. Schon mal okay. Digga, ist King Hands down? Nein, labert hier. So, alles da. Gerne auch mal auf Instagram folgen. Oha, wir haben schon 17.000, mashallah. Folgt da gerne mal auf Instagram rein. Auf den Account.
War kurz down, achso. Wahrscheinlich, weil so viele Leute drauf... Ja, jetzt kommen wieder ganz viele Leute drauf. Digga, ihr bringt den Server zum Abstürzen. Aua. Du Wichser. Scheiß Schweine, Alter. Ja, Bro, danke für den Prime. Nashörner. Nein, es war ein Schwein. Oh. Wildschwein, denn? Ich hab gar nicht aufgepasst, das haben mich angegriffen von hinten. Mann, wo sind jetzt meine Dinger hier? Ah, hier. Oh, bo, bo, bo. Welche Pokémon-Edition hast du alles gezockt? Komm ich jetzt auf Pokémon? Erst bis viele Generationen noch. Also als Kind. Vierte, genau. Rubin? Rubin ist dritte. Vierte ist dann so Diamond Pearl. Okay. Ja. Burr! Ich auch ungefähr sogar. Aber das habe ich auch alles gegrindet. Aber meine Favorite ist eigentlich die zweite. Bei Rot und Blattgrün? Das eins. Nee. Das ist ja das ist der erste Remake von First Gen. Du meinst gerade, die dritte ist Rubin. Ja, ist ja auch so. Kam danach erst Dings, Feuerrote. Ja, das kam nicht. Also jetzt vom Release ist ein bisschen schwierig, weil also das kam halt so ungefähr gleichzeitig, aber der Inhalt von Feuerrot und Blattgrün war ja inhaltlich die erste Generation. Ich fand das cool. Ja, für die erste Gen war auch geil, aber ich was fand dann von... Was die zweite? Naja, Gold-Silber. Gold-Silber, so. Wo Ho-Oh und Lugia drauf sind, ne? Genau. Ja, die hatte ich nicht, glaube ich. Aber habe ich auf jeden Fall nicht gesuchtet. Ich habe noch nie Pokémon geguckt oder Pokémon gespielt. Du bist ein Loser. Isa, hast du Pokémon gespielt? Nee, es gab einfach Sachen, die cooler waren. Cool. Welche? Das weiß ich aber nicht so auf dem Gameboy. Ja, macht Sinn. Also, das ist schon gut. Also, so ein Gameboy gewesen, der nicht mehr speichern konnte. Das heißt, ich musste die ganze Zeit versuchen, in einem Go durchzuspielen. Ja. Ey, so hab ich, guck mal, Basti, vielleicht kennst du das. Mein Chef kennt es nicht. Ich hatte einen Account, da hatte ich schon meinen Pokémon auf Level 100 und so, Pokémon-Liga gewonnen, bla bla. Dann wollte ich aber neu anfangen und dann habe ich einen neuen Account gemacht, ein neues Spiel gestartet, aber ich habe nie gespeichert. Ich habe immer, wenn ich schlafen gegangen bin, habe ich meinen Akku angemacht und habe halt den Gameboy offen gelassen. Und der war einfach so durchgehend dann 2 Monate an. Und wenn der einmal ausgeht, dann ist halt mein alter Spielstand wieder da. Aber ich konnte so zocken. Hast du es auch gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe damals PlayStation 2, habe ich die Demo immer gespielt. Da waren so verschiedene Spiele drauf. Und wenn du einmal ausmachst, dann wäre aus. Also, die durfte nicht ausgehen. Die PlayStation habe ich immer... Ich habe dann immer den Controller umgedreht und den so den R3. Spitze. Ja, einfach so, das hat die ganze Zeit auf dem Tisch so. IQ-Plays in das Chat. Früher musste man gucken, Alter, dass man ein bisschen finderisch werden. Was ist denn das? Ist das ein Käfer? Was ist das? Das ist so eine Spirale, die springt. So, Dickerchen. Was ist denn los, Dickerchen? Mann, ich weiß gar nicht, wo ich noch looten soll, Chat. Ich will nicht weiter wegfliegen. Das ist der heimliche Playboy 51 Chat. Woher kam der? Reinickendorf? Playboy? Chat, wo kommt Playboy her? Nein, achso, ich dachte, warte, meinst du jetzt Playboy oder meinst du Player 51? Hey, wer ist Player 51? Ja, warte, Player 51. Player 51 aus Reinickendorf. Ja? Yeah. Ja. Ja, Dickerchen. Ich habe mal mit einem RP gespielt, der hat den. Ach, der konnte Dicker, den. Jetzt verstehe ich, dass der stimmt. Der sagt mal Dickerchen. Jetzt check ich das erst. Ja, Mann. Der ist so. Player 51. Ja, Mann. Digga, so eine Legende. Ich habe mit einem ein Jahr lang RP gespielt, der kann den 1:1 nachmachen. So lustig. Der ist von Titty Twister. Ja. So ein King. Bisschen aus wie Mark Matlock.
Nee! 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 Mann, ich hab so lange überlegt, ob ich da runterspringe oder nicht. Mann, fuck! Oh. 182, 60, 36. Was? 182? Ich bin nicht im Lava, ich bin wieder im Fall damit. Sag nochmal. Mann, warum ist da Feuer um mich rum? 182, 60, 36. Fuck. Meine Elytra. Mann, bin fuck. Unterwegs. Scheiße. Und da ist noch Feuer, da sind die Sachen. 31 Level! Mann, nein, bist du bei 31 Level geschoben? Mann. Oh, Mama. Wo zähl ich, Isa? Mann, ich wollte nur leveln. Oh mein Gott! Quang! Bitte liegt es da, bitte. Das ist auch nicht weit schon wieder. Einfach nur ein Idiot. Mann. Oh nein, Sydney. Nein, nein. Liegt da Quarz wenigstens? Nee! Nee! Meine Elytra ist weg. Mann! Was passiert? Fuck! Was? Super viel verbrannt. Alles weg, was? Mann! Es war halt so neben Feuer. Oh! Warum ist denn um Feuer? Mann, ich versuche mir seit 2 Tagen wieder meine scheiß Rüstung zu machen. Aber wo ist denn Netherite Stuff? Hat er irgendwie, hat er. Ich hatte eine Pickaxe, du bitte. Eine Pickaxe. Und ein Helm. Und ja, die habe ich noch. Die Pickaxe habe ich. Hose. Gott. Ja, Netherite Zeug ist da. Oh mein Gott. Ja, aber du hattest nicht Netherite Rüstung alles an. Nein, sondern nur Helm und Hose, ist richtig. Lydra Chat, Mann. Und Schuhe? Gold. So. Ja, mehr habe ich nicht. Das ist alles. Oh mein Gott. Warte, ich bring mal vorbei. Ich muss mal ganz kurz. Ich muss ans Telefon. Mein Schwert, es war fast fertig. Mann. Mann, Chat. Du weißt, Digga, keiner hat meine Spell, Elytra. Das heißt, du musst dich im End über 5000 Blöcke weit bauen, damit du überhaupt eine Elytra findest. Hatte der nicht letztens Dings? Revi nicht letztens 4 oder so? Ja, Revi ist erstmal 2 Wochen weg, Bro. Isa hat auch 6. Ich hab keine 6. Ich hatte eine, die habe ich Willi gegeben, der ist darin gestorben. Fuck. 31 Level, Mann. 31 Level. Wort hat 3. Ach. Mein Bro Rojo ist zum Glück immer da. Weiß immer ich nicht, da, ob ich die habe. Ist immer da, wenn ich ihn brauche. Einen Scheißdreck kriegst du. Mein Bro, Rojo. Warte mal, wie viel habe ich noch, Chat? Mein Quarz. Mann, ich hatte 5 Stacks Blöcke. Ah, das. Jedes Mal mit Elytra in diesem scheiß Nether sterbe ich. Jedes Mal. Oh. Ich wollte wieder irgendwo runterspringen und diesen, mit diesem Double Jump einfach nur so runtergleiten. Sag mal, wie viel ich hab. Und dann fahre ich immer runter wie so ein Idiot. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Baby Minecraft quit langsam. Zu viele Rückschläge. Yes! Yes! Baby, langsam Minecraft quit bei mir. Zu viele Rückschläge. Kann ich nicht verkraften. Ich stehe jetzt wieder mit meiner scheiß Dia-Rüstung. Gott hat 3. Okay, gut. Mein Bro Rojo. Schwer wiederum. Schwer wiederum. Okay, guck mal, hör mir zu. Hör mir zu. Okay? Ah, hi Basti, danke. 22 Blöcke! Ich mach dir ein Angebot. Du arbeitest bei mir. Und dann kriegst du die Lydra. Oh, was ist das? Ich arbeite bei dir. Was heißt arbeiten? Ich werd kein Farmer, Junge. Das ist rassistisch. Ja, okay. Okay. Du machst bei mir ein bisschen Garten und so.
Ja, das ist full racist, wenn du mich dahin machst. Tschüss. Hä? Ernst jetzt? Ist doch egal. Also ist doch egal, wer. Also, hä? Dein Garten und so. Ist egal? Digga, so ein dreckiger. 20. So ein dreckiger, Digga. Ganz komische Absichten hat der Mann. Ey, yo, wenn ich alleine streame, ist ganz ruhig, ey, Mann. Was ist? Ich würde sagen, wenn ich ganz alleine streame, ist es ruhig. Wenn Rot dabei ist, gibt's Geschrei. Und wenn alle da sind, dann gibt's nur Geschrei. Aber hier sind doch nicht so viele. Guck mal, Sydney, ich mach dir ein Angebot. Ja. Verfeinern meinen Garten? Ja. Digga, nein, okay. Digga, dass sie direkt auf diese Schiene geht, ist respektlos. Real Talk. Wie sehe ich denn aus? Sehe ich für dich aus wie ein Sklave? Hey, tschüss! Hä? Das hat doch nichts damit zu tun. Digga, du willst was von mir. Oder nicht? Und ich gebe dir ein Angebot. Mach mich gleich zu einem Villager. Guck mal, hör mir zu. Ich hab bin lieber einen Tag ein Villager bei Isa. Guck mal, hör mir. Ich mach dir ein Angebot. Nee. Ich hab hier so Mangroven... Keimlinge, ne? Kenn ich mich aus, ne? Was damit? Du musst die, was ich gerade mache, du musst die platzieren und dann mit Bone Meal, was ich dir gebe, also Knochenmehl, machst du das, farmst du die ganze Zeit Holz damit und du gibst mir die Holzbretter davon. Und dafür kriegst du die Lytra. Wie denn? Hä? Wie denn? Hast du nicht was Einfaches, so... Simon, das ist einfach, Digga. Baumwolle oder so? Du hast es nur nicht zu sagen, sag's. Digga, was... Sag's doch einfach. Einer sagt Sag's Baumwolle. Ins Gesicht. Er sagt Baumwolle, der Respektlose. Was, ist der Baumwolle pflücken? Nein! Digga! Normal Holz nur. Normal Holz. Guck mal, warte, ich komm mal zu dir. Was? Jetzt müsste ich mich erstmal ein bisschen abholen. Warte mal, komm mal her. Du siehst, was du mir an den Kopf schmeißt, musst du ja fast schon gratis geben, meine Elytra. Guck mal hier. Das ist Mental Damage. Das hier? Jetzt wirfst du mir dein Gras hin auf voll die Füße. Ja, was damit? Die platzieren, dann mit dem Knochenmehl das machen und dann irgendwo weiter weg, weil hier sollen ja keine Bäume sein. Aber du hast ja keine Elytra zum Wegfliegen, musst ein bisschen weiterlaufen. Was hier? Nein, nicht bei Medi. Bei mir? Ja, dann sehen, aber dann ist bei dir im Hintergrund überall Mangrovenkacke. Hier sind doch Bäume. Okay. Aber ich kontrolliere das, ne? Wie viel muss ich machen? 4 nebeneinander oder einfach irgendwas? Nee, du kannst einen immer. Ich hol dir noch Mann. Ein bisschen Knochenmehl. Und wie viel willst du haben? Ja, bis alle weg sind. Nee, was würdest du Rohr zu essen bestellen, wenn du jetzt was zu essen bestellen müsstest für ihn? Ein Döner. Oh, das Essensthema, let's go. Okay. Döner? Ja. Musst du einen neuen bestellen? Ja, nee, ich hab's ihm angeboten, weil er war gestern nicht zufrieden und ich will's heute besser machen. Oh, also wenn ich jetzt Kevin wäre, würde ich einfach jeden Tag sagen, dass es mir nicht schmeckt, sondern kriege ich jeden Tag gucken. Nee, irgendwann wird's zu auffällig. Die müssen ein bisschen weiter auseinander weg. Ach so. Und kein Holz klauen, ne? Ich hab dich im Auge. Die kann man überall nicht pflanzen, oder? Du bist ein bisschen mehr. Mehr. Halt gedrückt, bis kommt. Wie viele Sterne Bewertungen? Unter wie vielen Sternen würdet ihr gehen bei Bewertungen, bei Restaurants? Was geht gar nicht mehr? Ab 4 nur. Guck mal, aber du musst das hier ist das Holz. Das brauche ich nur. Warum? Ja, genau das. Ab wann willst du? Ich überlege, ob ich was unter 4 nehme. Oh nein, auf keinen Fall. Sonst wird's wie gestern. Basti, kannst du pennen? Ja. Liege wie? Liege auch wie? Liege auch wie nicht.
Voll der Scheißjob. Ja, deswegen will ich das auch nicht machen. Sag einfach, dass du kündigst. Alter. Ich glaube, ich brauche eine Schere. Ich schmeiß meinen Job gleich hin. Ich dachte, das wird mein Traumjob. Ja, aber dass du mich in den Garten steckst, ist auch schon frech. Rein moralisch. Wo bist denn du? Im Baum irgendwo, Junge! Soll ich ihm was Scharfes machen? Ja! Wie, du bestellst ihm Essen? Long story. Irgendwas, was richtig, richtig scharf ist, so indisch. Ich hab einfach so Döner gesagt gerade. Ich wusste gar nicht, was. Ich hatte zwar eine Joke-Frage. Nee, ich bin ein korrekter Typ. Du stellst ihn jetzt wirklich essen? Ich bestell ihn wirklich essen. Hast du seine Adresse oder was? Bro, ich hab mein eigenes Restaurant. Also, ich hab einen Mann, egal. Das macht keinen Sinn. Du capst. Ich weiß, ob das die Frage beantwortet, dass ich seine Adresse habe. Das macht keinen Sinn, du capst. Ja. Ab wie viel Stern? Digga, wie hoch geht denn dieser scheiß Baum? Ja, du musst halt alles abholzen, ne? Ehrlich? Wusste ich gar nicht. Digga. Alter Falter. Das mach ich auf keinen Fall 37 Mal. Ich hab neues Holz. Wie, du hast neues Holz? Vielleicht können wir das benutzen. Das, also, guck mal, ich bin der Einzige auf dem Server, der noch ein Elytra hat. Oh, das stimmt. Glückwunsch. Jetzt gehe ich später zum Enderdrachen. Dann musst du dich, das dauert länger als das hier. Frag den Chat. Drumherum wurden alle schon gefarmt. Natürlich lieber Bastien gefallen. Und wasch seine Burg mit einem Schlauch ab oder so. Und dann fliegt er da kurz zum Enderdrachen und holt den. Ja, Mann. Zeig's ihm. Ja, so läuft es nämlich bei uns, Rort. Ja, Mann, zeig's ihm, Alter. Period. Lisa, sag was. Period. Ja, Slay Girl. Slay. Nein, du musst das nicht abholzen. Ich weiß, aber das fuckt mich ab. Nein. Das hat, glaube ich, alles. Ja, du musst jetzt neu machen und nur die Mitte. Das geht eigentlich schnell. Was, nur die Mitte? Weißt du, wie hoch das ging? Ich habe 32 Dinger von einem Ding. Weil ich gründlich arbeite. Weil ich gründlich bin. Das geht, weißt du, wie hoch das ging? 26, Maschallah, Digga. Warte mal, komm mal her. Arbeiter. Das liegt in meiner Natur. Digga, das glaubst der Mann ist so. Der Mann ist so respektlos, ne? Komm mal her. Mitarbeiter des Monats, danke. Mach, guck mal, platzier mal ein. Wieso habe ich denn jetzt noch? Ich habe 39, ich habe schon wieder mehr. Achso, ja, du kriegst von denen noch welche. Gib mir, wenn du 3 Stacks mir gibst. 4 Stacks bin ich fein. 4 Stacks bin ich fein. Oh. Kurz erhöht, wenn du mir 3 zeigst, 4 Stacks. Und dann gehst du, jetzt gehst du da zur Seite hoch und baust nur die Dinge ab. Ja, 4, ach nee. 4 Stacks und ich bin fein. Dann kriegst du eine Elytra. Also noch 3. Also, nein, jetzt noch 3,5. Du hast mir ja 26 gegeben. Ja, gut, also noch 3,5. Ja. Ich schau dir aus den Finger, ne? Ach doch. Die sind nicht umsonst die besten Arbeiter. Welche Farbe wird denn das Holz, wenn man daraus Bretter macht? Wird's rot? Ja, es ist rotes Holz. So.
Das ist ein W-Job, Digga. Er muss so 4 Stacks dafür farmen und kriegt einen Elytra-Chat. Wenn das nicht fair ist, dann weiß ich nicht, was fair ist. Ja, das aber, muss man sagen, ist echt fair. Isa, sei einfach leise. Send da Senf dazu. Voll unfair. Könnt ihr Senf da Senf dazu? Was? Kennst du Senf da Senf dazu? Nee. Bist du trotzdem. Bist du okay. Trotzdem. Okay. Kennst du das? Nee, bist du aber. Das war ein Lazy Town. Ah, oh, okay. Oma. Die heißt halt Senta Senf dazu. Die gibt immer ihren Senf dazu. Das hast du gerade. Ah, ich lieb's. Sag ein Kompliment. Das war ihm was? Kein Kompliment. Ich weiß. Süß. Was? Ich will auch ein Kompliment. du. Ja? Du bist wie das große Buch, wo alles drinsteht. Boah. Von Stanley, kennst du es? Das kennt niemand. Doch, warte, ja? ich mir sagt das was, ja. In dem großen Buch steht alles drin. Übrigens weiß ich alles über Kinderserien. Hat jemand ich auch. Eine Kinderserie drauf? Oh, fuck. Star Wars ich find auch krass. Ich bin so, Mann! Ich dachte, jetzt habe ich mal was. nee, ich bin, So welche? So 2000er, so Nick und Super RTL, ne? Auch, ja. Ja, du bist ja so alt wie... Oder wie ja, die coolste Serie ist Jake und Josh. Ich bin älter dazu, ich bin 25. Hä? Ja, stimmt. Jake und Josh plus 1. Hast du das geguckt, zum Beispiel? Ja, safe. Boah, hab ich gerade Jake und Josh gesagt. Boah, wie heißt die Kinobesitzerin? Ja, ist eine gute Frage, wüsste ich jetzt nicht. Boah. Aber ich weiß nicht, wie sie aussieht. Was? Kinobesitzerin bei Drake und Josh? Besitzerin? Ja. Keine Ahnung. Hä? Ich war ja viel jünger als sie, als ich das damals geguckt habe. Ja, dann weiß man es nicht, stimmt. Nee, da habe ich alles in meinen Gedanken. Wenn man jung war, dann weiß man das nicht. Dann, achso, Helen! Dann my bad. Ja, Helen. Wie ist die Schwester? Megan. Ja, das ist easy. Was kann man denn da fragen bei Jake und Josh? Mit wem war Josh später zusammen? Auch diese eine vom Kino. Nee. Warm up. Bro, ich kenn's nicht, deren Lebensläufe, ne? Das sind so randoms. Mindy? Ja, das sind so, ja, das sind so Facts, so. Zwar, die haben sich immer gehasst in der Klasse und dann hat irgendwann waren die immer zusammen. Hast du nicht auch in diesem Kino gearbeitet? Nee. Die war einfach nur schlau. Okay, pass auf, ich stell dir eine Frage. Nee. Jetzt hab ich Angst. Netz ultimativer Schulwahnsinn. Ja. Wie ist der Typ mit dem grünen Trainingsanzug? Billy Luma. Boah, nee. Das war der, also, das meinst, war der Bully. Das war der Schoolbully. Du meinst den ja. mit dem Basketball? Ja. Yeah. Boah, wie heißt der? Mit der dem hat immer Basketball gedreht. Weißt du, irgendwas mit Z, Sieg oder so? Fucking Sleeper, man. Sieg. Weißt du, wie der ist? Boah. Da ist schon Schwarze, Seth, oder? Ne? Seth. Seth? Ja. Yeah. Schade. Sidney, wie viel hast du? Ein Stack. Gib mir mal das, und was du schon hast. Basti, ganz was? Kurz. Ja. Yeah. Ist das hier der beste Helm? Mending, Aqua Affinity, Protection 4, Respiration 3, Unbreaking 3. Okay, ja. 1,5 Stacks noch, ne? Perfekt. Welches Tier hat bei Netz ultimativer Schulwahnsinn immer wieder so abgefuckt? Ein Frettchen. Ein Wiesel. Es war ein Wiesel, ne? Ja, Wiesel. Ja, es war ein Frettchen, oder? Ich glaube Wiesel sogar. Was haben die immer gesagt? Das Wiesel? Wie ist nochmal der Hausmeister? Wiesel. Dieser Fall. Ja, ja. Gordy hieß er. Der war so ein King. Sowas, ich liebe diese Serien. Oh. Dann so geil. Hast du auch Sitcoms geguckt so? Welche zum Beispiel? Ja, so auch ganz alte, so 90er-Dinger, so Full House und so. Nee. Was sind Sitcoms? Naja, immer wieder. Gib mir einen Vergleich. Mal, Prince of Bel-Air.
Ja. Two and a half, man. Ja. Na. Mit Lacher im Hintergrund. Ja, ja, das gab's doch bei Drake and Josh. Ja? Ja. Ja, da wurde auch gelacht immer. Aber das ist voll gut eigentlich, finde ich. Manchmal vor, du würdest das einfach so in YouTube-Videos machen. Das ist so wack, cool. Digga. So eigentlich scheiße, cool. Du machst so einen Witz und alle lachen so. Vielleicht mache ich das. Finde ich lustig. Auch wenn, genau, weil das so scheiße ist. Auf TikTok ist das ein Ding? Nein. For real? Warum nicht, oder? Kann sein, dass... Wie viel noch? Noch 1,5 Stacks. Middle finger up, fuck the system. Wie heißt der Schwarze? Nette Timothee Schulwange. Oh, ich merke, dass ich bei den Namen echt... Ich hab das ihn genau vor meinen Cookie, Augen... Cookie, 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 Cookie heißt er. Mit dem Druck am Arsch. Wie heißt deine Freundin? Boah, also... Der hat keine Freundin, aber... Die steht ja, später, drauf. doch, später. Sein Dreamgirl die ganze Zeit, das war... Mit L, Lindsay. Hey, warte, ich hab gerade... Lilly. Nein, Lisa Simo, ja. Lisa. Oh. Hast du gerade eben gesagt, mit dem Drucker im Arsch? Ja, Cookie hat einen Drucker im Arsch. Okay. Oder? Isa, was hast denn du früher so geguckt? Wings Club? Ja. Vampire Diaries. Ja, Vampire Diaries. Das haben wir. Vampire Diaries. Ich hab Wings geguckt. Ach, was haben wir noch so? Was gucken so? Ja, halt so die Zack und Cody, so diese typischen Sachen halt. So die Zack und Cody, cool. Wie heißt okay, ist die Tochter vom Hotelboss? Wie heißt die nochmal? Warte. Wie heißen die? Warte, ich hab's. Und? Kannst du mir Essen bringen? Ja. Hä? Meine Karotten sind weg, sind ja verbrannt. Wie heißt sie? Ich hab den, so kennst du es, wenn der Name auf der Zunge einem liegt? Nachname ist Tipton. So ist das Hotel. Ja, aber warte. London hieß sie nicht. Oder? Nein. Doch, oder? Wie heißt sie? Echt? London, oh, okay. Ein Traum, ich hab's sogar noch richtig gesagt. Okay, pass auf, ich bring jetzt nochmal hier, das ist jetzt mal Challenge für Sydney. Bei, okay, ja, ist auch wieder, ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß das, Wochenendkids? Boah, ja, aber das hab ich nicht geguckt. Da gab's ein Mädchen, das hatte einen ziemlich speziellen Namen. Der Name wie so ein Einrichtungsgegenstand. Ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht geguckt. Achso, Tisch. Habt ihr The Vampire Diaries geschaut? Nein. Nee. Warum? Das ist das Uncoolste der Welt, ist für ein Junge. Typisch Andy. Oh. Nein, boah. Das ist uncool. Was gucken Jungs nicht? Ich kenne keinen Jungen, der das geguckt hat. Jungs sind besser als Mädchen. Bro, einfach so ein 8-Jähriger. Rohat, können Sie mir bitte Essen bringen? Habt ihr Star geschaut? Ja, warte, ich muss kurz Dings machen. Alter. Herr Rojo, bitte. Chill doch! Ich tue auf einmal. Ich fühle mich wirklich wie ein Sklave. Digga, chill out. Ich hab keine Raketen mehr, Digga. Dreck! Das ist eine große Pause, boah. Alles kurze. Wie hieß der? Wie hieß der Sohn von, also wer hieß aus der Gruppe, der Blonde mit der Brille? Krass. Und was hat sein Vater beruflich gemacht? Er war Militäragent. Oh ja, okay, krass. Sergeant. Nein, du kannst da Abzeichen aufziehen, oder? Da weiß ich eigentlich alles. Es gab Zwillinge, was haben die gemacht? Okay, die Buddelbrüder. Ich meine aber die anderen, weiblich. Meinst du Ashley A, Ashley B und so? Ja, was haben die auf der Pause immer gemacht?
Die haben ein Reifenhaus, darum wohnen die. Vielleicht meinst du, dass die Kopf über einer Stange hängen? Ja, genau. Ich meinte eigentlich Reck, dass sie die ganze Zeit am Reck so waren. Kopf über, ne? So, ja. Hey, bist du hier? Ja. Hier, bei den Creepern. Ich hab Stress, Mann. Ich kann nicht sprinten. Ja, hier, komm. Weißt du, wer bei Disneys großer Pause, wer hatte eine zusammenwachsende Augenbraue? King Bob. Krass, okay, das ist stark. Dicker, aber wie schnell. Hier. Die Jungs sind hier, in meinem Instagram-Feed. Danke, Herrscher. Wann bin ich frei? Hast du die Stacks? 51 habe ich wieder. Da fehlt noch. Ich weiß, Herrscher. Es ist so hart. Es ist anstrengend. Vielleicht kriege ich noch ein paar goldene Karotten oben drauf. Am Ende. Hm? Maybe nicht. Maybe doch. Aus Anubis fand ich nicht geil. Habe ich nicht angeguckt. Richtig wack. Es war so, kennt ihr so alte Kinderserien, die einen irgendwie so traurig gemacht haben, weil es irgendwie das Setting immer so leer war? Also so zum Beispiel Orgie und die Kakerlaken, das hat mir immer Angst gemacht, cool. Weil es alles so groß war und man hat sich immer so, es war so ein komisches Gefühl, wenn man das geguckt hat. Nee. Nee. Ja, weil die so ein riesen Haus hatten, das war so ein bisschen... Und? Ist doch cool. Nein, das war für mich dann zu unrealistisch irgendwie so, das war generell unrealistisch. Ja, das waren so fucking Katzen. Aber es war so. Das ist große Pause. Das soll nicht realistisch sein. Ja, aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast Cat Dog um 22 Uhr oder so geguckt. Das war das letzte, was noch so lief oder so. Das war so realistisch? Bisschen, nein, es war nicht realistisch, aber es war auch quatschig. So, es war so ein bisschen so immer so ein bisschen abgefuckt immer. Ja. So mal, ey, das fühlen Leute. Was? Cat Dog war okay. Habe ich aber auch nicht geguckt. So. Was ist hast so du Top 3? Morgens immer so. Wie? Was ist deine Top 3? So, wenn du auf All-Time-Kinderserien? Boah, bei mir ist eigentlich so Disney's große Pause und sowas, ne? Ich meine, Drake and Josh, Zoe 101, Nights at the Schulwahnsinn, würde ich sagen. Boah, Zoe 101. Wie hieß die Schule? PCA, Pacific Coast Academy. Da war ich hin mit Rot eigentlich in L.A. Das gibt's irgendwo. Deswegen kann ich mir immer merken, wo der Pazifik ist. Klar, ey. Smart. Da war ich eigentlich auch alles gefühlt. Wie heißt das? Boah, schwere Frage. Wie heißt das Getränk, was sie da trinken? Dieses bunte. Boah. Was er diese Chemie-Dings entwickelt hatte. Nee, das war eine andere Folge, nevermind. Nee, das war einfach so. Das hatten die da an der Schule halt so. Ich weiß nicht, wie hieß das, bitte sag's. Blix. Boah, wäre ich nicht drauf gekommen. Wie hieß der reiche Typ mit den Locken? Logan. Mhm. Logan. Wie hieß der kleine Bruder von Zoe? Dustin. Krass, okay. El Elefante e Grande. Ja, Kinder. Chat hier und hier, ne? Same. Ich kann jedes Intro